Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu den Sport 1 News, liebe Zuschauer, mit den Themen des Tages. Muss Schalke schon für die zweite Liga planen? Wir sprechen mit Peter Neururer über den Tabellenletzten. Auch die Hertha steckt im Abstiegskampf. Wie fest sitzt die sportliche Leitung noch im Sattel? Und wir schauen auf die Bayern. Die haben die Hinrunde auf Platz 1 abgeschlossen. Aber die Halbserie war überraschend holprig. Und wir ziehen eine Zwischenbilanz. Die Verantwortlichen blicken natürlich auch schon nach vorne. Denn der Kader der Bayern erfordert Veränderung. Und Sie, liebe Zuschauer, dürfen gerne mit abstimmen. Wen sollen die Bayern denn holen und auf den Spieler klicken, den Sie gerne bei den Bayern dann sehen möchten? Der Rekordmeister ist ja auf Kurs, Platz 1, 4 Punkte Vorsprung vor den Leipzigern. Und dennoch hat auch der Rekordmeister zu spüren bekommen, dass diese Saison besonders und kräfteraubend ist. Ja, das war auch den Verantwortlichen bewusst. Mitte September ging es ja erst los, wenig Verschnaufpausen. Und ja, das ein oder andere individuelle Problem war auch mit dabei. Wir ziehen eine Zwischenbilanz und stellen ein Zeugnis aus. Ja, das sollte den Schalkern auch gelingen, denn nach der Niederlage gegen Köln ist die Hoffnung auf einen Verbleib in der Liga noch weiter geschrumpft. Und selbst ein Klaas-Jan Hünteler, der noch nicht im Kader stand, wird es da schwer haben, das Ruder nochmal rumzureißen. Schalke schließt die Hinrunde als Tabellenletzter ab und da wären ja noch diese 8 Punkte. Aber sehr hoffnungsfroh sind die Fans nicht mehr. Das haben wir gerade gehört im Beitrag. Und jetzt wollen wir nachfragen bei Peter Neururer. Und gleich schauen wir zum BVB, was Trainer Edin Terzic bei seiner Mannschaft anprangert und worüber sich Michael Zorc aufregt. Das erfahren Sie gleich nach einer kurzen Pause.